Schauen so wenig Leute Schweizer Filme? Ist das wenig? Vielleicht ist es angemessen. Boah! Ich würde mir auch ein größeres Publikum wünschen, das ist wahr. Ich würde, das stimmt, aber ich finde nicht, dass der Film schwach gekaufte Brust ist. Natürlich nicht wahnsinnig viel, jetzt diese 4,2% Marktanteil. Aber man spricht da vor allem ja vom Spielfilm, der nicht gesehen werden will. Beim Dokumentarfilm sieht die Situation ganz anders aus. Da sind wir wirklich eine Insel, glaube ich, weltweit, die so starke Dokumentarfilme in die Kinos bringen kann. Also es schauen ja gar nicht so wenige Leute Schweizer Filme. Wenn man sich den More Than Honey anschaut, über 160.000 Besucher. You've lost your soul. Einstein soll gesagt haben, wenn die Bienen aussterben, sterben 4 Jahre später auch die Menschen aus. Schaut keiner Schweizer Filme. Das stimmt nicht. Das ist eine falsche Rechnung. Das sind nur die Kinozahlen. Und die Kinozahlen, das ist nicht das Einzige, was zählt. Wir haben gleichzeitig Festivals, die seit Jahren mehr Zuschauer generieren, wo auch mehr Schweizer Filme geschaut werden. Je breiter die Pyramide, umso mehr Filme gibt es an der Spitze. Es gibt keine Garantie auf Erfolg im Film. Und unsere Pyramide ist ziemlich, ziemlich, ziemlich schmal unten. Wir fördern mit 22,3 Millionen Franken pro Jahr den Schweizer Film. Rein für die Filmproduktion, Herstellung haben wir um die 20 Millionen Franken zur Verfügung. Wir haben keine fixen Budgets, das ist sehr abhängig vom jeweiligen Jahr. Manche Jahre gibt es mehr Dokumentarfilme, andere mehr Spielfilme, mehr Entwicklungen, mehr Herstellungen. Aber insgesamt haben wir 10 Millionen zur Verfügung. Swiss Films bietet Promotionsunterstützung an für den Schweizer Film im Ausland. Auch das Mikrokulturprozent fördert den Schweizer Film mit namhaften Mitteln und unterschiedlichen Projekten. Zum einen sind wir in der Postproduktion tätig, seit 2010. Zum anderen haben wir einen Wettbewerb für Ideenförderung ins Leben gerufen, weil wir überzeugt sind, dass gute Drehbücher auch gute Filme geben können. Und schließlich haben wir den Mikrokulturprozent Doc-Film-Wettbewerb. Bei den Doc-Filmen ist es ganz einfach. Dort haben wir einfach wirklich genügend viele Anzahl von Regisseuren und Autorinnen, die ihre eigene Handschrift pflegen wollen. Und das kann man dann natürlich auch mit weniger Geld machen als bei den Spielfilmen. Und deswegen klappt es bei den Dokumentarfilmen. Ich glaube, die Schweizer können auch Spielfilme machen. Im internationalen Vergleich ist es halt so, dass die Budgets in der Schweiz relativ tief sind und man wirklich mit wenig Mitteln Filme machen muss. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Verglichen mit dem Ausland. Es braucht gute Drehbücher, das ist die Basis. Auch hier muss wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr investiert werden. Für die ganz großen Kisten ist die Schweiz zu klein, zu wenig Geld, das Publikum, so ein junges Publikum, wirklich abzuholen, so irgendwelche Actionfilme. Seele findet sich im Projekt, also ich glaube nicht an die Swissness eines Projektes, sondern daran, dass jemand eine Geschichte erzählt, die ihm auf der Zunge brennt. Wir haben kein Branding wie der Hollywood-Film oder wie der Bollywood-Film. Der Schweizer Film besticht durch seine Vielfalt. Ich denke, es sind vor allem die Geschichten, die aus dem Land erzählt werden, die den Film zu einem Schweizer Film machen. Ein Schweizer Film ist ein Schweizer Film, wenn man nicht merkt, dass es ein Schweizer Film ist. Alles Herz, alle Wienes Vögeli, darum lieben ich so ring. Und mein Herz, ich ist zu, kann es nie mehr auftun. Als das einzige Schloss für Stelle, hat der Schlüssel dazu. Eine Leidenschaft ist, eine Liebe ist von uns, also die jetzt aus der Branche ist, sonst würde ich sofort aufhören. Ich müsste aufhören nach irgendwelchen Flops im Kino, aber ich liebe es, Geschichten erzählen zu können und das ist eine Leidenschaft. Der Schweizer Film, es ist ein Teil, es ist unser Gedächtnis, er erinnert uns an unsere Schweiz, er gibt uns Geschichten weiter, die wir lieben, die wir mögen, die uns beschäftigen und die uns berühren. Ich hätte es ehrlich gesagt in meiner Kindheit nicht gedacht, dass ich so eine auch
Botschafterin des Schweizer Films werde. Aber dieses Jahr, diese vielen Filme, die ich wieder gesehen habe, die haben wirklich mein Herz berührt und ich bin Feuer und Flamme für das Schweizer Kino. Verflixt verliebt von Peter Luisi, weil ich bei diesem Film immer wieder lachen muss. Also von den aktuellen würde ich Rosie mitnehmen und von den älteren würde ich den Vitus mitnehmen. Ich habe jetzt gestern Abend Rosie gesehen, den Premierenfilm, den würde ich gerne noch einmal anschauen, weil ich die Leistung der Schauspieler sehr schön fand. Für mich ein sehr schönes, tolles Erlebnis war die Uraufführung des Filmes Le Petit Puig von Yves Hirsten. Es war eigentlich mein Einstieg in die Filmwelt, ein wunderbarer Film. Aber es gibt auch noch das gefrorene Herz und es gibt das Reise der Hoffnung. Also es sind viele.